Willkommen beim Projekt Agrarroboter. Hier arbeitet unser Team an der Produktion und Entwicklung des Ceres 2, dem Agrarroboter der Fachhochschule Münster, mit dem Ziel, eine automatisierte Hilfe für landwirtschaftliche Aufgaben zu erschaffen. Dieser Agrarroboter soll in der Lage sein, das Feld zu kartieren, Objekte aufzusammeln sowie Pflanzen zu düngen. Dazu entwarfen wir einen automatisierten Greifer, welcher durch eine Kupplung an den Arm des Anhängers befestigt und daher für zukünftige Aufgaben anpassbar ist. Dabei liegt der Fokus auf Geschwindigkeit und Präzision und einen zuverlässig arbeitenden Roboter gewährleisten zu können. Hierfür müssen die einzelnen Komponenten des Ceres, wie auch dieser Motor, optimal aufeinander abgestimmt werden. Da sich der Ceres 2 in einen Zugwagen und einen Anhänger aufteilt, ist die automatisierte Kupplung eine der zentralen Herausforderungen. Diese entwarfen wir nach dem Vorbild bereits etablierter landwirtschaftlicher Fahrzeuge und optimierten diese für den hier vorliegenden Anwendungsfall. Durch diese Technik können wir sicherstellen, dass sich der Zugwagen jederzeit an den Anhänger kuppeln lässt. So meistert der Ceres 2 auch abseits der Entwicklungshalle unter realen Bedingungen seine Aufgaben, auch beim Field Robot Event. Dies ist ein studentischer, internationaler Wettbewerb, bei dem die teilnehmenden Agrarroboter autonom eine Reihe von Aufgaben bewältigen müssen. Im Jahr 2019 nahm das Team der Fachhochschule Münster mit dem Ceres erstmals teil. Da diese erste Generation unseres Agrarroboters hauptsächlich zur Entwicklung der Kartierungs- und Bewegungsprogramme konzipiert war, konnten wir lediglich 3 der 5 Aufgaben bewältigen. Dabei setzten wir uns gegen die teilweise jahrelang erprobte internationale Konkurrenz durch und errungen bei einfacher Navigation den 3. sowie bei fortgeschrittener Navigation den 2. Platz. Jedoch gibt es stets Verbesserungspotenzial, sodass wir auch in Zukunft den Ceres weiter optimieren werden.